Ich war fertig mit der Ausbildung. Ich habe eine Kurzausbildung gemacht, nicht mehr Sprachen, sondern Mathematik und Physik genommen, damit es schneller geht. Und hatte am 15. August, am 13. August war ich noch zu Hause. Erst ja im August, das war ja, nee, jetzt greife ich vor, im Juni. Also, ja, da war nichts. Krieg ist Krieg. Und da haben wir noch nichts gemerkt, weil. Obwohl er sehr schnell in der Ukraine war, weil er über Odessa reinkam, über Rumänien, haben wir noch nichts gemerkt. Aber am 13. August war ich noch zu Hause und am 15. August sollte ich auf dem Arbeitsplatz sein. Und das war ein bisschen weiter weg. Muss ich 150 Kilometer mit der Bahn fahren. Dann haben wir gesessen, was machen? Kommen jetzt die Deutschen, dass wir befreit werden, so? Oder wirst du morgen abgeholt von der NKWD, wenn ich nicht am Arbeitsplatz erscheine? Und ich fuhr los. Mit den Eltern haben wir besprochen, dass ja, es wird vielleicht nicht oder so. Oder Hitler nimmt sofort alles ein. Hätten wir uns ja auch im Grunde gefreut, weil es deutsch wird, ja. Also fuhr ich hin, sogar mit dem Güterwagen und war bis zum 4. Oktober im Schuldienst. Erst am 4. Oktober kam er dann mehr an die Stelle, wo eben jetzt Maidan ist ukrainisch, ist dieses Gebiet Donetsk, in dieses Gebiet, ja. Da in der Nähe war ich.